Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Video vom Live-Studio FFB. Und zwar befinden wir uns in unserer Sendereihe Engagierte Jugend. Und ich freue mich so sehr, dass heute ein Gruppengespräch zustande gekommen ist. Und es wird heute sehr aufschlussreich. Wir werden auch noch einen Ortswechsel vornehmen, aber dazu später mehr. Also wir bekommen wirklich einen sehr transparenten Einblick heute. Ich habe drei junge Mädchen, drei junge Frauen bei mir zu Gast. Und was diese drei verbindet, wirkt vielleicht auf den ersten Blick etwas neuartig. Es wird auch heute sehr innovativ. Und zwar habt ihr alle drei das Thema Technik gemeinsam. Und darum wird es auch heute gehen. Und ich würde zunächst sagen, vielleicht stellt ihr euch abwechselnd alle drei kurz vor. Ich bin die Susi Freiwald, ich bin 23 und studiere gerade Medieninformatik. Ich bin die Amelie, ich bin 18 Jahre und ich habe mein Abitur dieses Jahr gemacht. Ich bin die Cosima, ich bin 16 Jahre und gehe jetzt in die 10. Klasse. Cool, also herzlich willkommen nochmal. Und ja, ihr drei kommt aus Germering, sehe ich das richtig? Ja. Genau. Und ihr seid aktiv im Digi-Club. Vielleicht, Susanne, fängst du mal an, auch aus deiner besonderen Position heraus und kannst dann gleich was dazu sagen. Was ist denn der Digi-Club und warum gibt es euch überhaupt? Wie ist das entstanden? Der Digi-Club ist ein Verein, den gibt es seit 2,5 Jahren und der ist aus dem Gedanken entstanden, dass in technischen Berufen wenig bis kaum, ich glaube maximal 20% Frauen aktiv sind und wir uns gedacht haben, das muss sich ändern. Deswegen machen wir sogenannte Technik-Camps, mit denen wir junge Menschen, insbesondere Mädchen, an Technik heranführen wollen, das ihnen ein bisschen schmackhaft machen wollen, damit sie im Alter die Möglichkeit haben, ihr Interesse für Technik weiterzuentwickeln. Und wie seid ihr drei zu dem Digi-Club gekommen? Wie lange seid ihr schon dabei? Ich bin, ich glaube, in der 9. Klasse von einer Lehrkraft angesprochen worden, beziehungsweise wurde gefragt in der Schule, wer denn Lust hätte, ein Technikcamp für Mädchen zu leiten. Und dann habe ich da eben in den Osterferien eben so ein Technikcamp geleitet, da wo es den Digi-Club noch gar nicht gegeben hat. Und ja, seit der Gründung bin ich eben ja offizielles Mitglied und mache weiterhin Technikcamps, aber eben auch noch andere Vereinstätigkeiten wie die Presse und Jugendarbeit. Ich bin erst seit der Gründung dabei, seit Dezember 2018 und für das Marketing zuständig. So bin ich auch in den Verein gekommen, weil wir jemanden brauchten, der das Marketing leitet und ich große Freude am Design habe. Und ich bin für die Jugend zuständig, für die Jugendgruppen und mittlerweile Geschäftsführerin im Digi-Club. Also ich mache das jetzt nebenberuflich. Ich bin seit 2 Jahren im Digi-Club dabei und ich leite auch Technik-Camps, aber bin auch viel im Marketing und kümmere mich da zum Beispiel um die Website oder um Flyer oder was sonst gerade noch so anfällt. Wer kann denn bei euch alles so mitmachen? Also grundsätzlich jede Person ab dem Alter von 13, 14 Jahren, die eben ja Lust drauf hat, was Neues auszuprobieren oder ja ein Camp zu leiten oder eben auch bei uns im Verein mitzuhelfen. Wir sind gerade hauptsächlich Mädchen. Von 18 Aktiven, glaube ich, haben wir 2 Jungs insgesamt. Oh. Was daran liegt, dass wir unsere Camps für Mädchen auch von Mädchen leiten, weil sie eine Vorbildfunktion haben. Also die Kinder sollen merken, hey, das ist auch ein Mädchen, die mir zeigt, wie das mit der Technik funktioniert. Deswegen kann ich das auch. Das heißt aber nicht, dass Jungs bei uns nicht willkommen sind. Generell kann jeder bei uns mitmachen, der 13, über 13 oder 14 Jahre alt ist, egal ob Junge oder Mädchen, oder Technik interessiert oder noch nicht so viel in Technik involviert. Ich möchte da auch explizit sagen, dass man mit anderen Hobbys auch zu uns kommen kann, weil wir auch Leute brauchen, die Presseartikel schreiben, so wie die Amelie, oder die Homepage verwalten, gestalten, mit Informationen füttern, wie die Cosima, darüber hinaus Konzepte entwerfen. Was machen wir noch alles? In der Jugendarbeit Veranstaltungen organisieren. Das heißt, wir sind bunt gefächert und es ist jeder willkommen, der sich selber ausprobieren möchte oder was anderes ausprobieren will.
klingt total spannend. Und ihr habt jetzt vorhin über Technikcamps geredet. Wie kann man sich das vorstellen? Was ist das Konzept dahinter? Also wir haben immer 2 Tage in den Ferien, kommen die Kinder an Vormittag und Nachmittag zu uns. Wir machen das in unterschiedlichen Firmen und da dürfen sie dann ausprobieren mit Robotern, irgendwelche Sachen programmieren oder irgendwie Apps sich selber gestalten oder auch so mit so 3D-Figuren welche selbst gestalten und die dann drucken. Und zwischendrin machen wir dann immer, gibt es noch Mittagspause. Also ihr widmet euch dann so ein Wochenende oder wie kann man sich das vorstellen, so einfach technischen Themen und versucht, das denen näher zu bringen, oder? Ja, also wir nehmen meistens 2 Tage unter der Woche und dann kann man sich halt anmelden zu einer bestimmten Sache, also irgendwie einem bestimmten Roboter oder zum App-Programmieren und damit widmet man sich dann 2 Tage. Und ja, und andere Camps kümmern sich dann um andere Inhalte. Okay, und hat der DigiClub einen besonderen Platz in eurem Alltag? Also integriert ihr das tatsächlich? Kann man sich das irgendwie so vorstellen? Ich weiß nicht, zum Beispiel du bist ja jetzt noch Schülerin, dass man dann irgendwie ja von so einem stressigen Tag in die Räume vom DigiClub kommt und sich da irgendwie Zeit nimmt, sich zu entspannen und irgendwie auch Leute zu treffen. Ist es so, dass ihr das wirklich so auch als Auszeit euch nehmt? Ich würde sagen, es war so vor Corona, da haben sich schon einige Leute getroffen im Clubraum und es wird jetzt wieder mehr. Dadurch, dass wir jetzt unsere Meetings nicht mehr online machen, benutzen wir die Clubräume wieder. Und bei mir persönlich ist es schon so, dass ich ab und zu vorbeifahre. Wir haben nämlich eine Schaukel im Clubraum hängen und ich liebe es einfach, vorbeizukommen und zu schaukeln. Und meistens trifft man dann auch jemanden. Wenn eben jemanden trifft, der vielleicht gerade irgendwie was vorbereitet oder arbeitet oder auch einfach mal sich alleine entspannt oder sich mit FreundInnen eben in einem Clubraum trifft. Also ich würde schon sagen, es ist halt wie wenn man irgendwie in einem Sportverein ist und dann verbringt man da halt schon relativ viel Zeit, aber es ist eigentlich selten so, dass es eher stressig ist, sondern ja auch eher so ein Ort, wo man ein bisschen Abstand hat, vielleicht auch so von seiner Schreibtischarbeit oder so, was durch die Schule oder Uni halt anfällt. Ja, also ich finde es auch immer schön, wenn wir so Aktionen machen, die jetzt auch gar nicht immer zwingend was mit Technik zu tun haben oder wo wir nicht irgendwas planen, sondern einfach halt für uns irgendwie Filmabend oder sonst irgendwas. Und dann macht es immer so viel Spaß. Ihr habt jetzt gerade schon gesagt, dass Corona so ein bisschen dazu geführt hat, was auch absolut legitim ist, dass die Interaktion zwischen euch vor allem ja wirklich im Clubraum selber ein bisschen weniger geworden ist, einfach auch durch die Einschränkungen. Würdet ihr generell sagen, dass ihr ja als Club sozusagen darunter gelitten habt unter der Pandemiesituation oder konntet ihr das gut meistern, weil ihr sowieso schon technisch affin seid sozusagen? Also ich hatte das Gefühl, dass so unsere Projekte intern im Club, meistens halt die, wo halt mit anderen Leuten was zu tun hatten oder irgendwelche Veranstaltungen zu machen, mussten erstmal so auf Eis gelegt werden oder beziehungsweise wurden so pausiert. Aber ansonsten unsere Team-Meetings, dadurch, dass wir auch schon das Tool von Microsoft Teams vor der ganzen Corona-Zeit wir benutzt haben, war es jetzt nichts Neues und wir haben halt unsere Team-Meetings so dahin verlagert quasi. Aber was mir schon aufgefallen ist, so, dass so dieses Zusammensein im Clubraum, das hat schon gefehlt auf jeden Fall. Ja, es macht auch einen großen Teil aus, den DigiClub an sich, dass man sich auch sieht und gemeinsam was macht. Zum Beispiel ein Spiel spielt oder so oder einen Film gemeinsam guckt. Und mir persönlich hat das sehr gefehlt. Also ich hatte vor allem gegen Ende des Jahres ein sehr großes Tief, wo einfach die Motivation gefehlt hat, mich weiter einzusetzen und weiter an den Projekten zu arbeiten, weil man einfach keine Perspektive hatte. Wann sieht man sich wieder, wann geht's weiter? Aber jetzt, wo es wieder anfängt, dadurch merkt man umso mehr, wie sehr es einem gefehlt hat, weil dadurch, dass wir uns jetzt alle wieder sehen können, es macht einfach mehr Spaß. Ja. Wobei, auch dadurch, dass wir unsere Präsenzcamps nicht stattfinden lassen konnten, fand ich aber, sind dann auch andererseits ganz neue kreative Ideen entstanden. Zum Beispiel haben wir statt so einzelnen Ostercamps, wo halt immer bis zu 12 Teilnehmende geplant gewesen wäre, was natürlich nicht ging, haben wir dann eine Technik-Rally gemacht durch Germering, wo dann eben die Leute halt selbst entscheiden konnten, wann sie losziehen oder genau diese Rally machen, eben über ihr eigenes Smartphone und
dadurch konnten wir halt sozusagen unser technisches Programm ins Freie verlagern und die Kinder hatten dann trotzdem in den Ferien so ein bisschen den Flair von den Technikcamps. Das stimmt, wir haben auch Online-Camps gemacht, das war noch 2020. Da mussten wir ganz kurzfristig die Osterferien-Camps absagen und haben dann Online-Camps gemacht. Da war das noch recht neu, dass man am Computer sitzt mit Headset und sich darüber unterhält. Deswegen hat es den Kindern auch noch Spaß gemacht, aber das wollten wir dann nicht mehr anbieten, weil dadurch, dass sie das in der Schule alle gemacht haben, war das in gewisser Maßen schon durchgekaut. Deswegen haben wir eine Schatzsuche gemacht. Und ich glaube, was auf jeden Fall jeder miterlebt hat, war, wie ihr auch schon meinte, die ganzen Meetings und auch in dem Sinne Online-Lehre. Würdet ihr sagen, das fiel euch dann leichter, weil ihr sowieso euch damit immer konfrontiert in eurer Freizeit? Also hat euch das Spaß gemacht oder wie war das dann für euch in der Pandemie? Also ich meine, wir hatten im DigiClub schon das Teams verwendet und dadurch kam man in der Schule vielleicht ein bisschen schneller da rein und kannte das schon, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man insgesamt so einen großen Vorteil hatte oder dass es so viel besser gemacht hat, dass wir schon im DigiClub uns viel mit Technik und so beschäftigt hatten. Ja, ich glaube halt, was bei mir aufgefallen ist, so dass so diese Scheu, nicht, was bei vielen anfangs ja da war, irgendwie mal sein Video anzumachen oder was zu sagen oder halt diese ganzen verschiedenen Funktionen, sich da so ein bisschen durchzunavigieren, war bei mir jetzt nicht allzu groß, wie ich vielleicht bei anderen Leuten irgendwie mitbekommen habe, was ja auch ganz normal ist, wenn man sich erstmal in was Neues einarbeiten muss. Ja, aber ich glaube trotzdem allgemein, man hat sich da relativ schnell dran gewöhnt, so im Allgemeinen, und irgendwann wurde es dann halt auch, dadurch, dass so dieses ganze schulische, soziale gefehlt hat, auch ein bisschen träge. Ja, man kannte schon den Effekt, dass man den Hintergrund ausblurren kann, also so unscharf machen kann. Das fand ich praktisch. Und wenn ich dazu was einwerfen darf, ja, zu dem Kameraphänomen, dass ich finde es persönlich unglaublich schwierig, ein Meeting zu halten, wenn niemand die Kamera anhat. Also wenn man die Leute nicht mal sehen kann, zu denen man spricht. Und das war in der Uni auch so. Also meine Vorlesungen, da haben natürlich, da ging das nicht. Meine Vorlesungen, da haben 800, 900 Leute dran teilgenommen. Was Zoom natürlich ausgelastet hätte, wenn jeder seine Kamera angehabt hätte. Aber ich stelle es mir schwierig vor, für Dozenten und Lehrer zu moderieren, wenn man die Gesichter nicht sehen kann. Ja, einfach diese Anonymität, was mir auffällt, so halt, dass jeder dann halt so in seinem Raum ist, und im Unterricht ist es ja oft so, dass dann relativ die Lehrkräfte irgendwie so ihren Stoff halt rüberbringen, aber so diese Interaktion hat irgendwie voll gefehlt. Wobei mir jetzt letztens bei einem Zoom-Event aufgefallen ist, dass es durchaus möglich ist, diese Anonymität so zu überwinden, indem man halt ja so soziale Interaktionen mehr fokussiert, aber ja, im Unterricht ist es ja meistens dann eher, sag ich mal, nebensächlich, dass man... Du meinst es mit dem Aufrufen, mit Interaktionen, dass man kommuniziert mit den Schülern, oder? Ja, genau, oder dass man halt auch so untereinander als Klasse oder als Teilnehmende irgendwie irgendwie was Spaßiges macht, irgendwie ein Online-Spiel oder so. Da kommt es auch nochmal drauf an, wie viel Wissen, vor allem auf technischer Seite, da vorhanden ist von den Lehrenden, sage ich jetzt mal, ob man sowas umsetzen möchte oder sagt, oh, ich bin froh, dass ich mein Mikro anbekomme. So ungefähr. Also ich glaube, da gibt es auf jeden Fall 100%ig noch Nachholbedarf, dass man da wirklich technisch soweit geskillt ist. Und ich glaube, da war Corona aber auch erstmal am Anfang vielleicht eine Hürde für manche und dann aber so, ja, vielleicht auch ein bisschen ein motivierendes Ziel, wenn man dann halt sagen musste, ja gut, wenn ich mich jetzt nicht in die technische Sache einarbeite, dann kann ich meine Arbeit zum Beispiel nicht fortsetzen oder ich kann nicht weiter unterrichten, und dann war das so dieses auf Druck lernen, also vielleicht hat es ein bisschen den Fortschritt gebracht, würde ich auch mal sagen. Meine Mutter ist Grundschullehrerin und ich würde sie jetzt nicht als absoluten Technikfeind bezeichnen, aber sie hat kein Smartphone und Touch geht allgemein gar nicht. Sie musste aber zwangsweise für ihre Rallye-Schüler auch Teams kennenlernen, weil das in ihrer Schule benutzt wird, und da habe ich ihr ein bisschen bei geholfen. Sie hat sich anfangs noch dagegen gewehrt und mittlerweile macht sie das oder hat es richtig gerne gemacht, weil sie ihre Schüler wieder sehen konnte und gemerkt hat, hey, das bringt denen auch was. Und so gesehen hat es
Hat es bei ihr funktioniert, sich da reinzufuchsen? Ich glaube, es ist auch echt irgendwo so personenabhängig, weil zum Beispiel an unserer Schule gab es ein Beispiel von einer relativ, ja, schon Lehrkraft, die schon sehr lange halt in ihrem Beruf ist und auch kurz vor ihrem Ruhestand war, aber trotzdem sich noch richtig reingehängt hat und richtig bemüht hat, das irgendwie zu verstehen. Wobei ich bei anderen anderen Lehrkräften gemerkt habe, dass sie so auch zum Teil selbst so die Scheu hatten, irgendwie ihre Kamera anzuschalten oder irgendwie zu versuchen, ein bisschen aus der, sag ich mal, Comfortzone rauszugehen und neue Sachen auszuprobieren, weil es ist ja nicht schlimm, wenn es am Anfang nicht funktioniert. Ich meine, wir waren ja irgendwo alle in der gleichen Anfangssituation. Deswegen. Das Lustige ist, meine Mom hat schon eine Anleitung bekommen von der Schule, wie das funktioniert. Aber diese Anleitung, die war so, die konnte man, ja. Ja, komplex dann, oder? Ja, ich konnte der nicht folgen. Auch wie man ein zweites Postfach, E-Mail-Postfach auf dem PC installiert. Nee, das habe ich mir dann alles selber hergeleitet aus Google. Ich habe gegoogelt und ihr das dann gezeigt. Aber da hat es, glaube ich, angefangen, dass, also das ist eine Problemquelle, warum manche Lehrer das abgestoßen haben oder abgelehnt haben und einfach nur strikt Arbeitsblätter geschickt haben, ohne Online-Unterricht zu machen. Ich würde vielleicht nochmal ganz kurz zurückkommen zum Digi-Club. Wir haben ja schon von den Technik-Camps gehört. Könntet ihr vielleicht so eine Sache rausgreifen, von der ihr sagen könntet, das war oder ist vielleicht auch ein großes Projekt oder so, was wir zusammen durchgesetzt, entwickelt haben? Könnt ihr da irgendwie etwas Konkretes nennen vielleicht? Dann kann man sich noch besser vorstellen, was ihr so macht. Ja, da fällt mir gerade ganz aktuell unser Lego Education Projekt ein, wo wir nächste Woche unseren ersten Schulbesuch haben, weil es eben auch durch den Lockdown pausiert werden musste. Da gehen wir eben ja, mit solchen Lego-Baukästen an Grundschulen und führen dann die Grundschulkinder eben an, ja, etwas zu programmieren, etwas zu bauen, eben an diese Thematik heran. Genau. Dabei lernt man auch gleichzeitig was. Also das sind so Kleinprojekte über naturwissenschaftlichen Themen, zum Beispiel wie Bienen zur Blütenbestäubung beitragen. Da wird eine Biene gebaut und programmiert, sodass sie summt und um eine Biene rumfliegt. Und genau, es ist immer ein Puzzle aus Klötze bauen, programmieren und dann das Endprodukt, über das Endprodukt lernen. Wenn ich mir so überlege, hier sitzen drei junge Mädels und die interessieren sich für Technik, dann denkt man auf der einen Seite sofort, das war schon immer so, also dass ihr wirklich damit aufgewachsen seid, aber jetzt hat Susi zum Beispiel gemeint, ja, meine Mama ist gar nicht so technisch interessiert, also seid ihr wirklich schon, ja, in der Schule so interessiert gewesen, dass ihr sagt, ja, wir wollen es gerne auch weiterführen und im Alltag noch mehr machen zu dem Thema und deswegen uns solchen Projekten annehmen? Oder wie seid ihr generell zu dem Technischen gekommen? Nee, das Interesse kam auch nicht aus der Schule. Ich fand den Informatikunterricht immer, das ist halt was man machen muss. So, da geht man hin, macht, was man lernt, um eine gute Note zu kriegen und vergisst es dann wieder so schnell wie möglich. Bei mir kam das eher durch Design tatsächlich. Dadurch, dass ich gerne gestalte, muss man zwangsweise mit Technik arbeiten, um das zu visualisieren am Computer. Und so kam dann ja mein Interesse an der Technik und an den Programmen und am Programmieren und Computern. Ja. Bei mir war das ähnlich, dass aus der Schule eigentlich eher eine Abneigung, sag ich mal, ich mitgenommen habe. Aber es liegt wahrscheinlich auch eben an meinen persönlichen Erfahrungen, weil zum Beispiel so Fächer wie Physik oder ja auch Informatik, aus denen habe ich halt nichts mitgenommen und eben durch diese Notengebung auch keine, sag ich mal, positiven Erinnerungen daran. Und ja, mein technisches Interesse ist eigentlich erst so durch den Digi-Club so entwickelt worden, weil dadurch, dass man halt, also was mich auch am Digi-Club, sag ich mal, was ich mir sehr, sehr gut gefällt oder ja, ist eben auch so dieses, dass man anderen Leuten was lernt oder von anderen Leuten was lernen kann und so eben so dieses gegenseitige Lernen und auch, ja, so Sachen, wo ich auch so Hemmungen habe oder hatte, so in der Schule, so, ja, das ist alles so gar nicht greifbar und total abstrakt für mich und das dann eben so in so einen spielerischen Kontext zu verpacken, dass es eben jede und jeder
versteht. Und das ja, motiviert mich eben auch, Neues zu lernen oder auch von anderen Leuten dann was zu lernen. Genau. Ja, so bei mir war es eigentlich so, dass ich mich früher schon auch für so Techniksachen manchmal interessiert habe, aber von der Schule kam da dann eher jetzt nicht so viel. Und ich fand es dann auch, als ich in DigiClub kam, sehr beeindruckend, wie vielseitig das ganze Thema eigentlich ist und auch wie leicht oder mit wenig Aufwand oder auch, dass halt so jüngere Kinder in 2 Tagen schon ziemlich viel machen können und dass man echt was damit bewirken kann. Da hast du recht, ich hatte auch große Hemmungen und dadurch, dass im DigiClub so viele Leute sind, die verschiedenes Wissen mitbringen, fallen oft Hemmungen. Zum Beispiel wird jetzt bei uns ein Power-PC gebaut von einer 18-Jährigen, die damit auch noch nie was zu tun hatte, aber ihr Freund kennt sich da halt aus, den nimmt sie mit und bringt dann ein paar Mädels aus dem DigiClub bei, wie man so einen Power-PC baut. Und das habe ich mir angeguckt, mich darüber informiert und gemerkt, hey, das ist eigentlich gar nicht so wild. Das kann ich auch. Also. Ja, das ist ja eben das Coole dadurch, dass man nicht so diesen Druck hat, du musst jetzt alles wissen und ein Wissen mitbringen, sondern du lernst einfach von den Leuten und kannst dann auch, sag ich mal, auch in deinem Tempo dir das aneignen oder auch, wie Cosima gesagt hat, so diese Vielseitigkeit entdecken und auch in deinen Alltag irgendwie integrieren. Und das ist eben das, was einen dann ja Spaß macht und dann immer so weiterbringt oder einen motiviert, weiter zu lernen. Total cool. Und ihr macht auch 3D-Druck, stimmt es? Ja, dafür ist die Meda verantwortlich. Die lernen wir nachher noch kennen. Genau, die wir später noch kennenlernen werden. Ja, und das eben auch, also dass auch irgendwie jeder so ein bisschen sein Spezialgebiet hat. Genau, aber man sich halt dann trotzdem immer so ein bisschen austauscht. Jetzt bei den 3D-Druckcamps haben wir jetzt auch so ganz neu eingeführt, dass wir so einen Schokoladen-3D-Drucker mit reinbringen und dann können die Kinder nicht nur aus Plastik ihre selbst entworfenen Figuren oder so drucken, sondern halt auch Sachen mit Schokoladen drucken und ich denke, das bringt nochmal mehr Vielseitigkeit in das ganze Camp und ja, voll. Ja. Also ihr seid auch daheim wahrscheinlich gar nicht so technisch ausgestattet dann, oder? Ja, also bei mir ist es auf jeden Fall nicht so. Ich habe ganz normal halt meinen Laptop und ja, das Ding ist halt, dadurch, dass man dann im DigiClub eben auch viele so, auch was zum Beispiel den Power-PC angeht, so neue Sachen dann entdeckt, dann ja, ist es eigentlich sehr cool, dass sozusagen dann das da stattfindet und ja. Ja, ich habe auch nur einen PC im Zimmer, noch eine Spielkonsole, aber sonst auch keinen großen Bildschirm. Der steht im Wohnzimmer. Nee, würde ich nicht behaupten. Alexa habe ich auch nicht. Ja, aber mir ist das eigentlich genauso. Ich habe auch nicht irgendwas Spezielles, Großes, was andere nicht haben. Ja, ich finde das Beispiel ist auch ganz gut, so ein bisschen da mit diesem, sag ich mal, Nerd-Klischee aufzuräumen, weil ja, oftmals denkt man oder werden, glaube ich, da auch diese Hemmungen aufgebaut, dass Leute, die sich, sag ich mal, mit Technik auseinandersetzen, total das, sag ich mal, 24-7 damit irgendwie konfrontiert sind und dass deren, sag ich mal, Alltag ihre ganzen Interessen umfasst. Und ja, das ist halt bei uns, würde ich sagen, nicht so das. Wir haben jetzt ja gerade ein bisschen darüber geredet, wie es bei euch so in eurem Alltag ausschaut, wenn ihr in euren eigenen 4 Wänden seid, was Technik angeht. Aber wie sieht das Ganze eigentlich aus, wenn ihr wirklich in den Clubräumen vom DigiClub unterwegs seid? Wir haben uns noch ein zweites Mal getroffen und einfach mal reingeschaut und so ein bisschen hinter die Kulissen geguckt. Und eigentlich dachten wir, ach, wir schauen das uns kurz an und zeigen euch ein paar Eindrücke. Und dann ist noch ein weiteres Gespräch entstanden. Das fügen wir hier gleich als nächstes an mit der Susanne und der Amelie, die ihr schon kennt. Und noch einem weiteren Gast, noch ein anderes Mädchen, die da dazugekommen ist. Wir schauen uns einfach mal an, was daraus entstanden ist und haben wieder viele interessante Themen für euch mit dabei. Seht ihr das als eure Aufgabe, da aufzuklären, oder würdet ihr eher sagen, dass ihr eher dafür zuständig seid, Technik überhaupt erst an die Leute ranzubringen? Ja, es ist so, dass wir vor einiger Zeit schon, ich glaube es war letztes Jahr, die Idee hatten, vor allem über Social Media und die Gefahren, die damit kommen, aufzuklären in Kooperation mit Schulen.
Der Gedanke ist aber wieder im Sand verlaufen und ich weiß gar nicht wieso. Jedenfalls wäre es die Gelegenheit, das mit dem wieder aufzugreifen, vor allem weil es ein sehr aktuelles Thema ist und jeden von uns betrifft. Und ja, ich glaube auch, die ganze Pandemie oder insgesamt hat auch gezeigt, dass man sich sehr oft in seiner eigenen Blase bewegt und auch sehr gefilterte Informationen nur bekommt. Also sobald man sich nur für die eine Sache interessiert, werden einem die anderen Informationen nicht mehr angezeigt. Und ich glaube, es ist wichtig, Menschen und auch Kindern das zu vermitteln und zu sagen, okay, ja, vielleicht schaltet mal das Handy aus, liest mal Zeitung, da steht was für alle da. Das Interessante ist ja, dass Suchmaschinen deine Suche vervollständigen und das passt sich an dich selber an. Zum Beispiel Google sammelt Informationen über dich und es gibt so eine ganz lange Liste, die habe ich noch nicht gesehen, was Google alles von mir denkt, so wie alt ich bin, welchen Familienstand ich habe, was meine Interessen sind und so weiter. Und je nach, oder mein Standort, wo mein Standort ist. Und je nachdem, was für Informationen über mich vorhanden sind, passt sich diese Suchmaschine an. Also schlägt mir schon Fragen vor, nimmt mir das praktisch aus dem Mund. Und okay, das ist schon irgendwo unheimlich, wenn man darüber nachdenkt, wie viel das Internet eigentlich über einen weiß. Einerseits, klar, es ist irgendwie auch schön für faule Menschen und da muss man ja gleich Enter drücken, gleich runterscrollen, ah, da ist es schon. Aber wenn man eigentlich so diesen Hintergedanken weiterverfolgt und sagt, okay, was steckt denn dahinter, dann, desto tiefer man geht, desto... Ja, ich würde aber gerne noch was einwerfen und zwar vervollständigt man diese Frage ja nicht mehr selber. Heißt, man wird fauler, habe ich das Gefühl. Die Menschheit wird fauler, wenn ihnen die Worte in den Mund gelegt werden und sie selber nicht mehr zu Ende denken müssen, hey, was wollte ich eigentlich gerade? Das fällt mir eben auch auf, wenn man lange auf Instagram oder YouTube sich aufhält, irgendwann vergesse ich, wieso bin ich jetzt auf die Plattform eigentlich gegangen, was war meine Ausgangsfragen, wieso, was war mein Anreiz? Und das ist eben so ein Punkt, wo wir ja auch im Digi-Club, sag ich mal, uns dafür einsetzen oder das fördern wollen, dass man eben sich nicht von der Technik irgendwie leiten lässt, sondern selbst die Technik leitet, selbst Ideen entwickelt, selbst lösungsorientiert denkt. Beispielsweise, ja, einfaches Beispiel bei den Robotern ist ja eigentlich relativ einfach oder recht verständlich, eben auch schon für die jüngeren Kinder, die dann eben, wenn man denen sagt, ja, mach doch mal, dass der da und dahin läuft, einfach so nachzudenken, okay, wie kann ich das jetzt steuern, wie schaffe ich das, was brauche ich dafür? Genau, und das ist eben auch so ein wichtiger Punkt, dass man sich eher darauf fokussiert, wie Mia gesagt, was steckt dahinter, wie ist es aufgebaut, wie kann ich da irgendwie, sag ich mal, auch was verändern, wie kann ich damit umgehen. Den Digi-Club, den gibt es ja jetzt auch nicht seit Ewigkeiten. Wir fangen ja auch erst so richtig an damit und wir haben auf jeden Fall schon viele Menschen erreicht. Und ich glaube, wir werden auch in Zukunft sehr viele Menschen noch weiter erreichen und wir versuchen wirklich immer weiter unser Programm auszubauen und unser Angebot ist auch in der letzten Zeit schon gewachsen und wir setzen auch alles dran, dass wir das weiter ausbauen. Mir hat der Satz von Amelie gefallen, dass wir die Technik beherrschen und nicht die Technik uns. Ja, doch, das ist ein schöner. Das ist echt, glaube ich, das Ziel von uns allen, dass wir wirklich so gut Bescheid wissen, dass wir gar nicht die Angst davor haben müssen, dass wir irgendwie was preisgeben, was uns am Ende zum Verhängnis wird, zum Beispiel. Weil wir jetzt auch gerade drüber geredet haben, was ihr alles für Projekte plant in Zukunft. Wie finanziert ihr euch? Werdet ihr gesponsert oder wie läuft es? Weil ihr auch meintet, ihr bekommt Unterstützung von anderen. Wir finanzieren uns durch unsere Mitgliedsbeiträge. Es ist so, dass wir private Förderer haben, also erwachsene Mitglieder. Wir haben natürlich Jugendmitglieder, aber bei denen ist der Jahresbeitrag, der liegt bei 10 Euro. Also da ist nicht gedacht, dass die Jugend den Verein finanziell trägt, sondern eben mit ihrem Ehrenamt. Und wir haben einige Unternehmensmitglieder, die den hauptsächlichen finanziellen Teil beitragen. Unter anderem auch Organisationen wie die Stadt Germering, die ist auch Mitglied bei uns. Und als Gegenzug, was natürlich wichtig ist, dass wir ihnen was entgegenbringen, stellen wir ihnen unsere jungen Leute vor, die ihnen hoffentlich in Zukunft in ihren digitalen Branchen, das sind hauptsächlich digitale Unternehmen tatsächlich, die sie genau als wertvolle Arbeitskräfte später mal gewinnen können. Ja, ansonsten haben wir auch ab und zu Spenden bekommen. Das sind auch ein paar Schübe, aber die sind natürlich nicht monatlich da. Bei den Camps, das kostet auch was, wenn zum Beispiel Ferienfahrt, muss man ja auch
mit einbeziehen, dass man da eine Verpflegung, Unterkunft und so weiter braucht. Genau, da gibt es eben auch gewisse Kosten, aber ich würde schon behaupten, hauptsächlich durch die Mitglieder beitreten. Ja, die Kosten der Camps, da ist es so, dass sie die Camps abdecken und nicht den Verein tragen. Das soll auch so sein. Und die sind auch sehr gering gehalten, die Beiträge, sodass, wenn jemand in einer finanziellen Notlage ist, sein Kind aber trotzdem in die Camps schicken möchte oder auf die Freizeit, dass es, wie gesagt, ein geringer Beitrag ist, man aber auch was mit uns oder mit der Stadt aushandeln kann, was Unterstützung betrifft. Also wir haben 2-Tages-Camps in den normalen Ferien. Die werden hier, also die sind nur vormittags hier in verschiedenen Unternehmen auch. Mhm. Manche im Clubraum, manche bei unseren Partnerunternehmen. Und dann haben wir einmal jährlich eben eine Pool- und Technik-Freizeit. Kannst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen? Genau, da fahren wir eben dann auch wirklich weg. Beispielsweise die letzten Jahre waren wir in Franken auf der Burg Wernfest. Das ist wirklich, kann man sich wirklich wie eine Burg vorstellen, und da ist eben schön. Auch alles mit abgedeckt. Also dort gibt es halt die Übernachtungsmöglichkeiten und wir nehmen die Technik mit. Also das heißt ja Pool und Technik. Es gibt einen schönen Pool und gleichzeitig haben wir aber auch technische Angebote, die meistens auch nicht dieselben sind, die wir in den Camps haben, sondern da haben wir tatsächlich auch andere. Ich glaube, dieses Jahr lernen wir was über Solarenergie. Genau, dass es eben dann auch nicht so ist, so ja, wir sind jetzt auf einer Technikfreizeit und morgens Technik, Mittagessen, abends Technik, so nach dem Motto, sondern dass es einfach ja so einen sehr spannenden Charakter einfach hat. Es wird halt einfach in den Alltag eingebunden. Es wird, also wir haben auch noch andere Aktionen, also nicht nur alles Technik, aber es wird halt so in den Alltag eingebunden, dass es irgendwann einen selbstverständlichen Charakter hat. Ich dachte gerade dran, weil du gesagt hast, wir haben eine Geschichte gehabt. Und zwar ist es so, dass die Leute, die bei uns aktiv sind und im Team mitarbeiten, nicht alle für die Technik zuständig sind. Es ist nämlich so, wir brauchen auch Designer und Schreiber, die gerne so eine Geschichte schreiben oder Artikel oder Social Media pflegen. Also es ist nicht so, dass wir ausschließlich programmieren oder mit Robotern zu tun haben. Was haltet ihr von dem Gerücht, von der Idee, wie auch immer man es bezeichnen möchte, Menschen zu optimieren durch Chips, durch Apps, wie auch immer? Wie steht ihr dazu? Ich glaube, es ist ein extrem kontroverses Thema, weil es ist halt ab dem Punkt so eine Grenze überschritten, da wird es also extrem, extrem persönlich. Aber tatsächlich, ich glaube, ich hab mich auch damit mal auseinandergesetzt, dass es ein Unternehmen gibt, die Chip in die, ins Arm halt eintätowiert haben lassen. Und mit denen aber die Mitarbeiter bezahlen konnten, Türen öffnen konnten und dass es den Alltag vereinfacht hat. Ich glaube, es ist wirklich kontrovers. Es gibt so Vorteile, dass man sagt, ja, man muss nicht mehr Schlüsselkarte zücken und es kann auch nicht gestohlen werden, man kann es nicht vergessen. Andererseits, es wird die persönliche Grenze überschritten. Also man ist dann nicht mehr nur Mensch. Mhm, je nachdem, wer diese Daten hat, weiß immer, wo du bist, eventuell. Mhm. Also es hat seine Vor- und Nachteile. Man gibt schon ganz schön viel Kontrolle ab von sich selber, oder? Aber andererseits hat man ja jetzt schon Herzschrittmacher und so. Und es ist ja auch ein Teil Technik. Es ist halt, es hilft den Menschen. Ja, also gut, aber das ist ja etwas, was dich teilweise am Leben erhält. Und dieses, was du ja erwähnt hast mit den Chips, das ist ja was, um unsere Faulheit. Ja, das ist wieder bei der Kreativität, gell? Ja, genau. Ja. Ja, also ich sehe kein Problem damit, jetzt einfach mal eine Karte zu ziehen, eine Schlüsselkarte oder einfach einen Schlüsselbund. Deswegen, mir geht es um die Kontrolle. Sobald, ich weiß nicht, man ist nicht mehr man selber, kann es sein? Ja, das Menschliche kann schnell verloren gehen, so auch. Ja, ich weiß nicht, ob ich mir das richtig vorstelle. Ich kenne das nur aus Science-Fiction-Filmen und finde es dann erstmal absurd und unheimlich und denke mir, wofür braucht man sowas? Naja, wobei früher, was bei uns jetzt Realität ist, wurde ja auch so mit so einem Science-Fiction-Charakter sich es so gab, gedacht. Und das ist jetzt teilweise wirklich so, wo Leute waren so, es gibt fliegende Post oder so in einem Zeppelin und jetzt haben wir Kurzstreckenflüge, wo du in sehr, sehr kurzer Zeit von A nach B kommst und was auch undenkbar war. Deswegen, ich glaube manchmal, dass es gar nicht so weit entfernt ist. So, ja, aber das Ding ist halt, was ich halt so an dieser Selbstoptimierung sehe, so auch, was Susi schon gesagt hat, so was ist nötig und was ist
sag ich mal, dieses, was so was möglich ist, die Grenze einfach überschreitet, auch zum Beispiel diese Pflegeroboter, wo wir, ich glaube, teilweise in Japan, bin ich mir nicht sicher, schon Verwendung finden, ist ja auch total kontrovers. Natürlich, so der Bedarf wäre da, aber es wird trotzdem nicht eingesetzt, weil eben dieses Menschliche, was uns ja als Menschen ausmacht, weiß ich nicht, Werte oder auch Individualität, einfach, sag ich mal, sehr schnell verloren geht. Aber andererseits, ich meine, wie du ja schon gesagt hast, es gibt so vieles, was man sich vor 50 Jahren hätte nicht vorstellen können. Ich meine, es gab eine Zeit, da haben Menschen gesagt, ja, Autos sind nur zwischenzeitig da, Pferdekutschen kommen wieder zurück in den Trend und jetzt schaut man nach Deutschland, können nicht ohne Autos leben. Ja. Und ich glaube, es ist halt einfach, was wir uns vielleicht jetzt nicht vorstellen können, sehen halt unsere Kinder oder halt Menschen in 50 Jahren komplett anders. Und ich glaube, ich weiß nicht, und man hat künstliche Intelligenz und wenn man die weiterentwickelt, ich glaube, es ist nicht unrealistisch, dass man Maschinen entwickeln könnte, die so denken wie Menschen, aber es dauert noch ein Weilchen, würde ich sagen. Ja, und da finde ich eben halt voll wichtig, dieses ethische Hinterfragen einfach, so dass man das nicht einfach so sagt, so, oh ja, das erfüllt jetzt meinen Bedarf, jetzt nochmal zu diesen Pflegerobotern zurückzukommen, ja, Pflegenotstand, das würde das total kompensieren irgendwo, aber trotzdem noch so dieses so zu hinterfragen, so ja, was macht uns jetzt als Mensch aus? Irgendwie und wo sind da die Grenzen von der Technik so, weil ich denke, möglich ist sehr, sehr vieles, aber zum Beispiel wollen wir auch, dass irgendwie eine Maschine genauso denkt wie wir, also ich weiß nicht, ich stelle mir das schon sehr gruselig vor, auch ja diesen Aspekt, diese Kontrolle abzugeben und auch diese Unberechenbarkeit, also ja, ich weiß nicht, ich finde, ja, ich würde auf jeden Fall so Selbstoptimierung schon eine Grenze auf jeden Fall ziehen. So. Ja, nee, das Ding ist, sobald wir darüber reden, ich denke die ganze Zeit an Science-Fiction-Büchern, an Filmen, an diese ganzen Zukunftskatastrophen oder Möglichkeiten, die dann immer aufgezogen werden. Ja, ein Computerspiel, Detroit Become Human, wenn ich das nennen darf, da kann man nicht mehr unterscheiden, ob diese Person jetzt noch ein Mensch ist oder ein Roboter. Und da bricht dann, ich glaube, es bricht ein Krieg aus. Ja, die Menschheit ist dann in der Minderheit, weil die Roboter natürlich unzerstörbar sind. Und ja, klassisches Szenario, die Weltherrschaft an sich. Also. Ja, dieses Mensch gegen Maschine. Genau. Ja, mal schauen, wie sich's entwickelt. Jetzt gerade kämpfen wir noch mit Laptops in Klassenzimmern. Das stimmt. Also ich bin selber zum Beispiel jetzt auch ein bisschen in der Politik unterwegs durch mein Studium und ich bin selber Stadträtin und das interessiert mich natürlich besonders, weil normalerweise macht man Politik, um Menschen zu helfen. Und hättet ihr Forderungen, Wünsche im Umgang mit Technologie, irgendwie etwas, was ihr schon immer dazu sagen wolltet, auch politischer Ebene beispielsweise? Ja, eigentlich tatsächlich vieles, aber so das Große, was vielleicht in der Politik drinsteht, ist dieses Digitalpakt Bildung auf der Bundesebene und dass man sagt, ja, Bildung ist Ländersache und dadurch kaum Geld geflossen ist bisher. Also durch Corona hat sich das verbessert. Es sind tatsächlich, ich glaube, das Paket beinhaltet irgendwie ungefähr 7 Milliarden Euro. Davon sind bisher so um 25% bewilligt worden, aber nur so einstellige Prozentsatz eigentlich ausgezahlt worden. Und ich finde, wenn das Geld bereitsteht, sollte das auch dann bitte an die Schulen kommen, weil das dann doch schon hilft. Eine so Idee, wo ich so in diesem Kontext hätte, auch so, was wir auch vorher schon besprochen haben, so das Thema Aufklärung, wo es sichtlich noch Defizite gibt, dass man irgendwie da schaut, dass man da eine möglichst realitätsnahe Lösung findet, irgendwie auch, ja, weiß ich nicht, nicht vielleicht unbedingt ein neues Fach einrichtet, aber doch vielleicht schon irgendwie sowas eben mit den Schulen einfach so kooperiert und dann eben auch vielleicht junge Menschen das beibringen, weil oftmals ist einfach der Fakt, dass halt die Generation
über uns oder die Generation über uns halt nicht diese Digital Natives sind, sag ich mal. Und das ist, glaube ich, dann schon wichtig, wenn man da so einen junge Menschen erklären, dass so junge Menschen und auch, ja, was die mir ja schon gesagt hat, eben dieses Geld oder zu nutzen und eben auch, dass zum Beispiel wir als DigiClub, das ist natürlich auch eine, sag ich mal, utopische Vorstellung, wo natürlich auch sehr viel da noch dranhängt, um das zu verwirklichen, aber dass wir sozusagen das nicht alles selbst irgendwie auf die Beine stellen müssen oder Beispiel Lehrkräfte nicht selbst, sondern dass es einfach so irgendwo im System verankert ist, dass sie da auf die Ressourcen zurückgreifen können und ja, einfach das dann total selbstverständlich ist, Technik den Zugang zu haben und auch das Wissen, ja. Ich denke, am effektivsten wäre es tatsächlich, wenn so ein Angebot für zum Beispiel die Schulen sind, ja, von außen kommt und die Schulen sich nicht selber drum kümmern müssen. Ich meine, es gibt ja so Präventionsvorträge, Suchtpräventionsvorträge, vielleicht gäbe es auch Vorträge über Aufklärung, Sicherheit im Netz, Datenschutz. Und das müsste dann von oben kommen und das wäre vielleicht ein Anliegen, ja. Eure Arbeit ist sehr, sehr wertvoll, die ihr da macht. Das wisst ihr am besten selbst, aber es ist, glaube ich, genau der perfekte Zeitpunkt, dass ihr als DigiClub entstanden seid und dass ihr eure Arbeit fortführen könnt. Also ich glaube, ihr könnt auf jeden Fall einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, Leute zu sensibilisieren auch. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch für das Gespräch. Es hat mir super viel Spaß gemacht und war sehr interessant. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie es mit euch weitergeht und was man so von euch hört. Vielen Dank euch. Ja, vielen Dank auch aus unserer Seite. Genau, an dich und an euch. Hat Spaß gemacht und wir haben auf jeden Fall was gelernt und nehmen uns auch einiges mit für die Zukunft. Mhm. Ja.